Hallöchen, meine Freunde der Nacht und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von StarCraft 2 Rings of Liberty. Ich würde sagen, lange Rede, kurzer Unsinn, wir horchen mal in die Nachrichten rein. Level 800 Elite Tauben Chieftains sind zurück. Puls rasender Sound, der die Galaxie zum Beben bringt. Rockt ab zu Hits wie Tearing Up the Night. Another Hydralisk bites the dust. Saturday night's alright for New King. Every rose has its Thor. Auf Tour in ihrer Galaxie. Werbung! Okay, was sagt denn Tosh? Du siehst mitgenommen aus. Du hast ja wieder die Erinnerungen dieses Protoss angesehen. Sie umgeben dich wie eine Aura. Ich habe einen Hybrid gesehen. Irgendwas Abartiges. Das Biest hat versucht, die Protoss-Bewahrer zu verderben. Wer könnte es dahin geschickt haben? Wer kontrolliert so ein Ding? Der sie erschaffen hat. Und der eine war nur der erste von vielen. Dunkle Vorboten, Mann. Schon bald werden es mehr sein, als man zählen kann. Und Verzweiflung wird über die Sterne kommen. Woher willst du das alles wissen? Ich weiß es nicht. Ich fühle nur, dass ich Recht habe. Alter, Rechthaber. So, Kitek ist heute anscheinend nichts zu sagen. Das war's doch. Geh mal ins Labor. Mal schauen, okay, der Kristall hat auf jeden Fall wahrscheinlich noch eine Mission. Schauen wir mal. Ich kehrte auf unsere zerstörte Heimatwelt Ajur zurück. Die Zerg-Verseuchung überzieht noch immer den Großteil unseres geliebten Planeten. Die verdorrten Überreste des Overmind waren noch immer dort. Gleichsam ein Mahnmal für verlorene und gewonnene Schlachten. Okay, also, wir haben wieder eine Mission. Ich würde sagen, die machen wir auch. Schauen uns aber vorher noch ein bisschen um. Messe waren wir gerade, was denn noch so für Dinge gibt. Swan hat bestimmt noch was zu erzählen. Was ist los, Cowboy? Du siehst in letzter Zeit irgendwie mitgenommen aus. Mitgenommener als üblich, meine ich. Ich hab zurzeit einfach viel um die Ohren, Swan. Du kennst das ja. Ja, klar. Weißt du, du könntest einfach mal ab und zu die Finger von der Pulle lassen und dich ordentlich ausschlafen. Danke, Mutti. Ich geh mir dann mal ein Glas Milch holen. So, mit 5000 Credits kriegen wir sowieso nichts gerissen. Was sagt denn die Brücke? Meh, das hast du zu erzählen. Willkommen zurück, Sir. Was konnten Sie diesmal durch den Kristall herausfinden? So offensichtlich, was? Teratol brachte die Fragmente der Prophezeiung zu einer Art Tempel oder Bibliothek. So ein Mittelding aus beidem, schätze ich. Aber dieser seltsame Protoss-Zerg-Hybrid hatte den Ort bereits übernommen. Sie meinen so eine Art verseuchter Protoss? Nein, das hatte mit Verseuchung nichts zu tun. Eher als hätte jemand die Stärken beider Spezies genommen und sie in einer einzigen vereint. Eines sage ich dir. Wenn es diese Dinger wirklich gibt, stecken wir tief in der Scheiße. Ja, ich sag mal ja. Jo, mehr gibt's nicht zu verzählen, also ab ins Labor und nochmal ab in den Kristall. Ich erinnere mich an den Fall von Ajur. Ich bin nicht gerade scharf darauf, mir das Ganze nochmal anzusehen. Aber es hilft wohl nichts. Auf dem Höhepunkt seines Sieges über uns begann der Overmind der Zerg selbstsicher zu werden. Allzu selbstsicher. Alles, was vom mächtigen Overmind verblieb, war eine verdorbene, welke Hülle. Was auch immer an Erinnerungen in dem verrottenden Leib der Kreatur verblieben war, ich musste sie in Erfahrung bringen. Nur indem ich Kontakt mit den riesigen Nervensträngen herstellte, die direkt mit seinem Kortex verbunden waren, konnte ich seine Geheimnisse ergründen. Doch seine zahllosen Diener, die sich von seiner toten Hülle zu ernähren schienen, sollten sich als etwas
problematisch herausstellen. Er will also das tote Gehirn hacken. Na denn, schauen wir doch mal, ob wir das hinkriegen und mal gucken, wie lange diese Kristallmission dauert. Die erste dauert ja komischerweise 2 Folgen, die zweite nur eine und die dritte dann 3 oder so. Einfach mal schauen. Nehmen wir das Ganze jetzt mal auf und dann schauen wir mal, wie wir kommen. Yep, yep. Denn heute kommt ja noch schließlich Witcher 3 raus und das wollen wir ja noch aufnehmen und ja, die Nacht wird so lang. Komm, du Ladebalken, beeil dich, ich hab ja nicht viel Zeit. Los. Du sollst dich bewegen. Bitte. Ah, Beliebig-Taste. Drücken wir mal die Beliebig-Taste hin und heute. Beliebig wie G. Ich muss einen Weg finden, hier Fuß zu fassen und Verstärkung zu rufen, um die Zerg in Schach halten zu können. Okay, also. So die Ehre gebietet. Den können wir so abmuxen, der sieht uns eh nicht. Das Ding machen wir lieber. Ah, dieser treue Beobachter hat seit der Evakuierung Wache gehalten. Seine Fähigkeiten sind für uns sicher noch von Wert. So, gehen wir mal weiter. Die Balance wird wiederhergestellt. Ayur wird wieder aufstehen. Schauen wir erstmal hier oben. Sicher ist sicher, man weiß ja nicht. Ehre den Erstgeborenen. Ob sich hier noch irgendwo was versteckt. Okay, hier versteckt sich wohl nichts. Komm mal her, du Beobachter. Stellen wir dich mal dahin. Schuss. Einige der verlassenen Bauten sind noch immer einsatzfähig. Hier oben gibt's wir nix. Sollten uns das zunutze machen. Wo ich vermute mal, dass ich es dann doch eher von nach oben weitergeht, statt nach unten. Ja. Dieser alte Signalturm summt noch immer vor Energie. Ich frage mich, ob MacGyver. Ah, ich habe Erzählungen von den mächtigen Kolossen gehört, die unter der Oberfläche Ayurs ruhen. Der Signalturm muss diese beeindruckenden Wächter erweckt haben. Die Zerg spüren eine Bedrohung für ihren toten Anführer. Solange wie die sich dann nur sammeln, ist alles in Ordnung. Ja, also von da kann nichts kommen, von da kann was kommen und von da, dann würde ich mal eiskalt sagen, pflanze ich die Zerg werden gegen uns anrennen, bis wir zugrunde gehen. Ich muss den Cortex des Overmind finden und so viel in Erfahrung bringen, wie ich nur kann. Pflanze ich dich nach da. So, klatschen wir mal 1-2 Arbeiter darin. Dann bauen wir noch zusätzliche Pylonen. Einen dahin. Einen dahin. Und ach komm, weil es so schön ist, einen dahin. Da ist ja auch ein Beobachter, der klatscht mal den immer dahin. So, dann gehst du da rein, du gehst nach da. Wenn wir unsere Beobachter weise einsetzen, können wir das Gebiet auskundschaften, um uns nicht unnötig in Gefahr zu begeben. Da hoch ist böse. So, schauen wir mal hier. Und schieben den erstmal nach da. So, dann wollen wir mal. Nein, das will ich noch nicht. Das da will ich. 2. Ja. Komm mal mit. Gehen wir nach da. Wir
bewegen uns mal übers Wasser hinaus. Du gehst denn erstmal nach da. Hätte man eigentlich auch andersrum machen können, aber egal. Geh jetzt mal ins Wasser rein. Und dann schauen wir mal weiter. Wir müssen uns auf die Verteidigung unserer Basis vorbereiten. Die Zerg sind auf dem Weg. Ja, hetz mich nicht. Was? Da war Zerg? War da gerade Zerg? Da ist einer eingebuddelt. Guck mal her. Die habe ich ja komplett übersehen. What? Ach, das da, ja, ja. Wir müssen handeln. Mein Leben für Ajur. Sonst haben wir ja hier nichts. Im Dienste Ajurs. Wir sind die Klingen Ajurs. Mach die dann. Entaro Tassada. Genau. So, jetzt habe ich aber keine mehr übersehen. Gut. Ihr mich an? Ja, ich spreche dich an. Und ich hätte gern ein neues Gebäude. Das haben wir. Das haben wir. Haben wir auch. Größe Nummer. Das schon nicht mehr dahin. So. Schleichen wir uns mal hier so ein bisschen rum. Da ist erstmal nicht viel los. Dich habe ich gerade gebaut, dann bauen wir einen Pylon. Ja, das ist gut so. Da kannst du auch bleiben. Zwei. Eskibel. Nein. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Dann ernte Mineralien. Jetzt zwei. So, und wir stöbern mal hier oben noch eine Runde rum. Schauen, was wir hier noch so finden. Ich gehe mal davon aus, er meinte ja, wir sollen ja mit den Beobachtern, wenn wir die klug einsetzen. Ah, das war nicht ganz so klug eingesetzt. Aber es hat geholfen. Dich hätte ich gerne noch. Du kannst Beobachter bauen, du kannst auch die Dinger bauen. Und die. Dafür braucht man einen Roboter-Dog. Das da ist kein Roboter-Dog. Was haben wir denn? Eins davon. Bleibt mal da. Sprecht ihr mich an? Ja, tu ich. Jetzt ist doch mal gut hier. Uppala. Vergessen. Diesen Alarm auszuschalten. Wir bräuchten vielleicht noch mal einen, den wir damit reinschmeißen. Du kannst auch Kristalle abernten. Einen davon. Die Zerg versuchen uns zu überwältigen. Zu den Waffen, meine Brüder. Sind wir schon. Haben wir schon. Sammeln wir auch schon. Und wo kommen sie? Ich glaube, den da können wir mal mupsen. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Also, Angriff erst in 6 Sekunden. Okay. Der steht. Ich bin hier in den Schatten.
Führer gebietet. Genau, ihr haltet das da oben alles gemütlich auf, das kriegt ihr hin. Schwer wiegt meine Würde. Das passt auch soweit. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an, den ersten Vorstoß zu machen. Sammeln erstmal das da ein. In Rashagal. In Arudin Rashagal. Mein Leben für Ayur. Es gibt viel zu rechtfertigen. Dann kümmern wir uns erstmal um die verseuchten Terraner. Ayur wird wieder auferstehen. Ehre den Erstgeborenen. Arun al-Adan. Sukdash Salok. Ja. In Arudin Rashagal. Wir brauchen Fliegedinger. Wir dürfen nicht sagen. Zack. Robot Dog, das brauchte der ja auch. Dahin. Genau, Robot Dog haben wir. Davon können wir wieder nichts bauen. Obwohl, warte mal, doch, du brauchst was, und zwar den da bitte. Dann bauen wir noch mal 3. 1, 2, 3 davon. Haben wir 8, 9, 10, nee, 9, 10, 11, 12, 13. Bauen wir noch 14 rein, denn 12 reichen für hier und der Rest geht, die anderen 2 gehen da rein. Hoffe ich. So. 8, 9, 10, 11. Ist. Schön, Nummer 12 war einmal kaufen. Ah, ich brauche dafür mehr Kristalle. Mehr Brot. Siebte. Pylone. Klatschen wir lieber dahin. Der Beobachter. Bauen wir gerade, hätt's also nicht. So, baut er. Bauen wir sicherheitshalber noch ein. Man weiß ja nie. Klatschen wir den dahin, das überschneidet sich dann ein bisschen, weil ich ihn jetzt rausgeklaut. Da habe ich ihn rausgeklaut. So, das haut so weit hin. Zwei, nochmal davon. Wir hatten doch hier irgendwo da. 1, 2. Und das sollte theoretisch noch nicht genug Gas. Okay, das habe ich ja gerade als Ersuch gegeben. Die Zerg versuchen unsere Basis zu überrennen. Ja, aber noch nicht. Wir haben doch noch Zeit. Wir haben doch noch Zeit. Die zwei lassen wir einfach durch. Ach, das Handy ist die ganze Zeit am vibrieren. Moment, ich muss da mal was ändern. Stumm ohne Vibrationen. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit. Ja, Asseln. Schaben. Wir müssen. Basis wird angegriffen. Ja, komm, das schafft ihr schon. Sag ich doch. Alles in Ordnung. Zu rechtfertigen. Alles in Ordnung. Ich bin hier. Alles supi, alles toll. Ich hätte gern einmal das da. Mit dir kann man nicht viel anfangen. Und wer bist du denn? Achso.
das reicht. Ach komm. Versuchen wir unser Glück in der ehemaligen Menschenbasis. Haust du ab. Alles Krabbelfiech. Sieht es da oben aus? Ah, das breitet sich weiter aus. Ich will trotzdem eher hier hin. Ich weiß nicht warum, ich will eher hier unten noch was machen. In Arudin Rashadal.